Mein bester Verkäufer fährt ein Auto, das ist mindestens so gut wie meins. Die wissen gar nicht, wie ich habe vor 25 Jahren aufgehört zu arbeiten. Du schreibst in einem Buch von dir von der Massenmenschenhaltung. Ach, diese One-Size-Fits-All-Politik geht nicht. Also ich bin gnadenlos einflusssüchtig. Wie geht man mit Situationen um, wenn der Staat dann nicht mehr seine Verantwortung im vollen Maße wahrnimmt und etwas schwächelt, wenn man es einmal so ausdrücken kann? Herzlich willkommen bei Money Talks in der Lounge von Pallas Capital. Wir sprechen heute über die E-Mobilität und ich freue mich, dass wir einen der Pioniere in diesem Bereich zu Gast haben, Markus Kreisel. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Markus, du bist der CEO von Kreisel Electric. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Unternehmen in diesem Bereich zu gründen? Das ist im Hobbybereich entstanden. Also 2012 haben wir uns hobbymäßig mit dem Thema beschäftigt. Und es hat uns dann sehr bald emotional berührt, haben gesehen, wie das beschleunigt, dass das nicht stinkt, dass das umweltschonend ist, dass man mit dem Thema E-Mobilität, dass es auch ein nachhaltiges Thema ist. Und das hat uns so bewegt, dass wir aus dem Hobby Leidenschaft gemacht haben, aus der Leidenschaft dann etwas Industrielles geworden ist, aber begonnen hat das eigentlich aus dem Hobbybereich, aus dem Eigeninteresse. Wir bedeutet ja in diesem Fall mit deinen Brüdern gemeinsam, wie funktioniert das, mit Brüdern gemeinsam eine Firma aufzubauen? Am Anfang ist es ja, wie gesagt, Hobby. Also fragt mein Bruder, ja, wir könnten da, interessiert dich das? Dann bauen wir ein Elektroauto, ich habe die Komponenten besorgt, der andere war der Mechaniker, hat das dann integriert. Und natürlich hilft man zusammen. Natürlich ein bisschen später geht jeder seine eigenen Bereiche, weil es gibt, jeder hat von uns eine drei oder einen eigenen Bereich. Und wir haben einfach jetzt in den letzten Jahren so viel Arbeit gehabt, dass jeder so vertieft war. Und ja, aber es funktioniert super. Also ich bin super happy, dass ich mit dem Philipp und mit dem Johann gemeinsam das Unternehmen führen darf. Glaubst du, dass sich E-Mobilität durchsetzen wird, mittelfristig? Ja, also definitiv, weil das Thema, wir müssen jetzt CO2 einsparen. Das ganze Thema Elektrifizierung, dadurch gehört auch E-Mobilität dazu. Und wir müssen CO2 reduzieren und der einzige Weg, um das zu schaffen, ist über die Elektromobilität, weil der Elektroauto einfach effizienter ist. Und sehr positiv ist auch das Thema, weil es auch nachhaltig ist und mehr Wertschöpfung im Land umgesetzt wird. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt die Stadt Wien elektrifizieren würden, dann würde jeder, der was mit dem Elektroauto fährt, ihren regionalen Strom, also muss man den regionalen Energiebetreiber Strom konsumieren. Also jetzt wird der Wien Energie zum Beispiel dann 20 Cent für die Kilowattstunde und der Energiebetreiber wird das Geld ja lokal wieder investieren. Also dieser Geldkreislauf bleibt in der Region. Und das ist eigentlich, warum, dass sie, meine Meinung ist, das ist eigentlich, wenn das die Leute verstehen, dass das wirklich ein nachhaltiges Thema ist und Wertschöpfung im Land bleibt, dass sie sagen, okay, das ist der richtige Weg, da wollen wir investieren. Weil jetzt kaufen wir ja ca. um 12 Milliarden Euro im Jahr fossile Brennstoffe, importieren wir. Und die 12 Milliarden Euro brauchen wir nur in Infrastruktur investieren, in E-Mobilität. Und da werden wir Wirtschaftswachstum erleben. Jetzt hört man ja, dass bei Batterien oft das Thema der Aufladung sozusagen komplex ist und noch nicht durchdacht ist. Stichwort Reichweite bei einem Auto etc. Wie steht es eigentlich mit diesem autonomen Fahren? Also wenn man zum Beispiel ein Solardach einbauen würde bei einem Auto, dass die Batterien auflädt, ist das realistisch? Na, Solardach, da gibt es ja Entwicklungen, da gibt es ja tolle Firmen, die was da sehr aktiv sind. Das macht auf jeden Fall einen Sinn. Aber generell das Betreiben mit Solarenergie, das Fahrzeug zu betreiben, das ist jetzt die nächsten 20 Jahre nicht unbedingt realistisch. Aber man kann eine Klimaanlage, man kann das Fahrzeug vorkondensionieren. Und wenn der Fahrzeug steht und die Sonne scheint und man kann das mit Solar kombinieren, dann ist das wiederum ein Beitrag zur CO2-Einsparnis, ist positiv, definitiv. In letzter Zeit hört man mehr und mehr vom Wasserstoffauto. Ist das eine Konkurrenztechnologie? Ja, Wasserstoff ist für uns auch positiv, weil bei einem Wasserstofffahrzeug brauche ich auch eine Batterie. Also natürlich, der Wasserstoffbereich ist ein bisschen kostenintensiver, weil ich habe ja ein Elektroauto mit einer Batterie und muss eine Wasserstoff-Brennstoffzelle integrieren. Warum ist das Thema Wasserstoff für sehr viele interessant? Weil man einfach schnell wieder das Fahrzeug auftanken kann, also befüllen kann. Ist aber für einen reinen Pkw und für den innerstädtischen Bereich, glaube ich, nicht zielführend. Man sieht ja Toyota und Mercedes hat sich komplett zurückgezogen. Toyota Japan tut sich extrem schwer. Also wirklich, die investieren dort sehr viel, aber diese Infrastruktur ist so teuer. Und der Wasserstoff wird eher in so einem Schwerlastbereich, also Lkw-Verkehr, dort glaube ich macht es einen Sinn. Aber für innerstädtischen und Pkw ist eigentlich eine relativ teure Angelegenheit. Eure Kompetenz liegt ja vor allen Dingen im Verbinden von Batterien und auch im Kühlen von Batterien. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
Ja, also unsere Kernkompetenz ist ganz klar die Verbindungstechnik. Man muss sich ja vorstellen, in so einem Elektroauto sind 8000 Zellen. Und diese 8000 Zellen muss man halt relativ sogar intelligent miteinander verbinden. Umso besser die Technologie in der Verbindungstechnik, umso weniger Verluste hat man, also weniger Innenwiderstand. Und es wirkt sich dann auf nutzbare Kapazität aus, also auf Reichweite, auf Lebensdauer. Und da haben wir halt einfach voll super Technologie. Da sind wir wirklich Weltmarktspitze, speziell in dieser Verbindung. Wo wir auch sehr gut sind, ist in der Verbindungstechnik, in der Assemblierungstechnik, automatisiertes Produzieren. Wie das funktioniert, wie das miteinander aufgebaut wird, da haben wir auch sehr viel Know-how. Da können wir sehr kostengünstig produzieren. Und das große Thema, was du angesprochen hast, ist das Temperieren von Batterien. Wer eine Batterie hat, wenn man die richtig temperiert, bis zu 30% höhere Lebensdauer. Oder sogar, vielleicht sogar noch mehr. Und, ja, und das ist gerade für das Thema Schnellladen. Laden brauche ich auch eine temperierte Batterie, weil wenn ich schnell lade und habe eine passive Kühlung, dann komme ich relativ schnell an die Temperaturgrenzen der Zelle und dann muss ich die Ladeleistung reduzieren. Und dann sind wir wieder bei einer Stunde Ladeleistung. Und wir können mit unserer Technologie ein Elektroauto in 25 Minuten wieder für 300 Kilometer Reichweite laden. Wird auch in Zukunft die Reichweite größer werden von Elektroautos? Definitiv. Die Frage ist, ob es notwendig ist, weil man muss sich ja vorstellen, 23 Stunden pro Tag steht das Fahrzeug auf dem Parkplatz. Durchschnittlich. Also man nützt das Auto generell nur eine Stunde pro Tag, durchschnittlich. Jetzt haben wir da sehr viele Leerzeiten. Und wenn man sich ja vorstellt, das große Thema wird sein, die Infrastruktur. Wenn wir wirklich eine Infrastruktur ausgebaut haben, und die muss man keine Gedanken mehr machen, kann ich das Fahrzeug laden, sondern es ist einfach, die Infrastruktur ist da, dann ist die Reichweite gar nicht mehr so wichtig. Es ist zwar wichtig, dass wir 300 Kilometer elektrisch fahren, kompromisslos, Autobahn 140 km/h, 300 Kilometer, das wird schon notwendig sein, aber dass ich für ein Auto 1000 Kilometer Reichweite brauche, das brauche ich heute auch nicht, weil ich muss einmal aufs WC gehen, ich muss einmal einen Kaffee trinken und so Themen. Und das kann ich ja kombinieren mit der Infrastruktur dann, das geht schon. Du hast angesprochen im Vorgespräch, dass bald auch Flugzeuge mit E-Motoren ausgestattet werden. Ist das schon Realität? Ja, also bei uns gibt es ja ein Projekt. Wir fliegen ja 2018 in der Stratosphäre. Also da fliegen wir mit einem elektrischen Segelflugzeug in den Weltraum. Da braucht man nur einen Freiwilligen vielleicht. War das was für die? Und dort werden wir dann elektrisch fliegen, komplett. Und das Thema, warum ist dieser Stratosphärenflug so wichtig? Weil die Industrie, die große Industrie, die Flugzeugindustrie, gerne in der Stratosphäre fliegen möchte, weil dort einfach es möglich ist, von London nach New York in 3 Stunden das zu realisieren. Und natürlich in der Stratosphäre haben wir kein Luftnetz, da funktioniert der Verbrennungsmotor nicht und es geht nur elektrisch. Oder das Thema wird werden, in der Innenstadt, also die Städte, der Flugverkehr, der Städteflugverkehr wird zu 100% steigen in der Zukunft. Und das ist eigentlich nicht technisch lösbar ohne Elektrifizierung. Weil CO2-Ausstoß dürfen wir keinen mehr in der Stadt mehr haben, Lärmbelästigung, und deswegen wird es so Teilhybridisierung von Flugzeugen geben. Wo ich Städteflüge, so 400 Kilometer, hybrid elektrisch umsetzen werde. Nun ist auch Arnold Schwarzenegger ein sehr großer Fan von euch. Ihr habt, glaube ich, auch ein Projekt gemeinsam gemacht. Was genau habt ihr da umgesetzt? Ja, wir durften für den Schwarzenegger eine G-Klasse elektrifizieren. Das ist natürlich für uns super toll. Also es war ein extrem leidenschaftliches Projekt bei uns. Jeder wollte bei uns das Projekt umsetzen. Und ja, da haben wir einfach eine G-Klasse, einen Verbrennungsmotor ausgebaut, haben den elektrifiziert. Das Besondere bei dem Fahrzeug ist, der beschleunigt jetzt von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Also wenn man weiß, wie eine G-Klasse, wie schwer das ist. Und was mir das Spaß machen kann mit so einem elektrischen Motor. Und ja, das Auto geht jetzt dann nach Kalifornien. Und dort wird er dann mit dem Auto auch fahren und mit Spaß haben. Und wir sind super stolz, dass wir das machen haben dürfen. Auch euer Unternehmen lebt ja von Mitarbeitern. Welche Möglichkeiten bietet ihr jungen Menschen? Also für uns ist das Wichtigste überhaupt der Mitarbeiter. Also wir selber haben eine coole Idee gehabt. Aber ohne den Leuten, ohne den Kollegen, was wir bei uns im Unternehmen haben, hätte man das niemals erreicht, das wissen wir, weil die haben wirklich unermüdlich, so wie wir alle miteinander, haben wir da ganz intensiv die letzten Jahre daran gearbeitet. Deswegen haben wir jetzt ja eine neue Firmenzentrale gebaut, haben da richtig viel Geld investiert und vielleicht schaust du das persönlich einmal an, das ist wirklich toll dort. Wir haben am Dach einen Swimmingpool, einen Wellnessbereich, wir haben eine Infrastruktur für Mitarbeiter, wo sie Kaffee, Kuchen essen, alles, wir stellen das alles zur Verfügung. Weil wir einfach Leute haben wollen, die sagen, okay, ich fühle mich wohl in der Arbeit. Und wahnsinnig anstrengend ist, dass ich mich auch zurückziehen kann.
Und das wollen wir den Mitarbeitern geben. Also wir wollen denen auch in dem Bereich was zurückgeben, dass wir sagen, okay, das ist eigentlich eine Infrastruktur, wo wir sich alle miteinander gemeinsam wohlfühlen. Ihr seid auch ein Beispiel dafür, dass solche Unternehmen nicht nur in Kalifornien florieren können, sondern auch in Österreich. Siehst du mittelfristig den Standort Österreich auch als attraktiv an? Ja, also wir bemühen uns zumindest. Für uns ist es aber, wir merken es auch jetzt ein bisschen, dass es schwierig ist, weil wir brauchen trotzdem auch qualifiziertes Personal. Und das, weil jetzt gehen wir ja den Weg der Industrialisierung. Innovativ zu sein, das geht relativ schnell. Das weißt du vielleicht, wenn man Startups fördert, das geht ganz gut. Aber halt das zu industrialisieren, und da braucht man dann die richtigen Fachleute dazu. Und die sind halt einmal nicht unbedingt in Freistadt, sondern die sind eher in Stuttgart, sind eher in Umgebung. Und da wird's, ist für uns eine Herausforderung, diese Leute auch zu uns zu bringen. Und deswegen werden wir auch bei uns jetzt investieren in Lehrgänge, wir wollen für junge Leute eine Infrastruktur machen, wo junge Leute Praktikum umsetzen können, weil wir müssen die jungen Leute ausbilden, weil das ist die nächste Generation. Und wenn wir die bei uns regional ausbilden, dann ist das positiv, so glauben wir heute. Markus, danke für dieses interessante Gespräch. Wir wünschen euch noch viel Erfolg beim weiteren Ausbau eures Unternehmens. Danke. Und nochmals danke fürs Kommen. Dankeschön, hat mich gefreut. Super, cool. Wenn Sie, liebe Zuseher, jetzt Lust auf E-Mobilität bekommen haben, können Sie sich gerne bei der Firma Kreisel informieren. Wenn Ihnen das wieder gefallen hat, freuen wir uns auf ein Like.